los, wir drehen die Boxen schon um und dann geht's los, dann wird's ein bisschen wärmer so. Also Sascha, das Mikro ist frei für dich. Ja, okay, muss weg. Hallo Berlin! Hallo Deutschland! Patrioten und Vaterlandsverteidiger, ich überbringe euch kämpferische Grüße aus dem tiefrot-grünen Hannover. Seit fast 3 Jahren stehen wir in Hannover auf der Straße, um Merkel und dem gesamten Regierungspakt Widerstand zu leisten. Und obwohl unsere regionalen Zeitungen uns immer wieder totschreiben, so stehen wir auch heute noch immer standfest wie ein Fels in der Brandung, genauso stark wie am ersten Tag. Und wir werden dort auch nicht weggehen und weiterhin Widerstand leisten. Denn das ist unsere Bürgerpflicht nach Artikel 20 Absatz 4 unseres Grundgesetzes. Und wenn man immer wieder versucht, uns zu bekämpfen, dann ist das kein Kampf gegen Rechts. Nein, das ist in Wahrheit ein Kampf gegen die Wiederherstellung des Rechts. Liebe Freunde, heute hier sprechen zu dürfen in der Hauptstadt dieser einst großartigen Nation ist für mich eine sehr große Ehre. Warum sage ich einst großartige Nation? Weil das deutsche Volk derzeit im Selbstmitleid und in der Selbstzerstörung versinkt. Weil die Mehrheit einer Kanzlerdarstellerin hinterherläuft, die unser Land ins Chaos stürzt. Eine Zionistin, die das deutsche Volk abschaffen will. Und die Mehrheit der Deutschen für ihre eigene Vernichtung dafür auch noch zujubeln. Deutschland war einst das Land der Dichter und Denker. Heute ist es das Land der Idioten und der Feiglinge. Wie stolz wir einst waren, als wir mit einer Revolution die DDR niederschmetterten und uns selbst von diesem Scheißsystem befreit haben. Aber wozu das Ganze? Damit ein neues, ähnliches System entsteht. Nur noch viel schlimmer? Vom Regen in die Traufe? Nein, das dürfen wir nicht zulassen! Wir, und damit meine ich alle patriotischen Kräfte Deutschlands, müssen dafür kämpfen, dass Deutschland wieder stolz auf sich sein kann, dass Deutschland wieder großartig wird. Um es mit Donald Trumps Worten zu sagen, Make Germany Great Again! Es ist unsere Pflicht, die Pflicht von jedem einzelnen Patrioten und allen wahrhaften Demokraten dieses Landes, weiter für unsere Nation zu kämpfen. Das hier ist unser Land. Wir haben nur dies eine. Es gehört uns. Nicht Frau Merkel, der EU oder sonst irgendwen, der hierher kommt. Lasst euch Deutschland nicht unterm Hintern wegnehmen. Kämpft dafür. Eure Vorfahren haben auf Europas unzähligen Schlachtfeldern ihr Blut gelassen. Für euch, für eure Kinder und für euer Land. Sie taten es, damit ihr heute in einem friedlichen, demokratischen Land leben könnt. Sie haben ihr Leben nicht dafür gegeben, dass kulturfremde Invasoren eure Plätze einnehmen. Lasst nicht zu, dass dieses Blut umsonst vergossen wurde. Verteidigt das Erbe eurer Vorfahren. Ihr seid es ihnen schuldig. Und auch, wenn in 2 Wochen Merkel wiedergewählt werden sollte, darf euch das nicht entmutigen. Gerade dann muss es für uns alle heißen, jetzt erst recht! 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 Widerstand! 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 Nach fast 3 Jahren unermüdlichen Kampfes gegen die Feinde unserer Demokratie. Natürlich bin ich da müde. Wir alle sind müde. Aber solange Blut durch meine Adern fließt, solange werde ich aufrecht stehen und für mein Vaterland kämpfen. Denn wir Deutsche fürchten Gott und sonst nichts anderes auf dieser Welt. Seid ihr dabei? Ich höre euch nicht. Seid ihr dabei? Der Tag wird kommen, an dem wir
unser Land uns hier zurückholen und die Volksverräter aus dem Parlament jagen. Seid ihr dabei? Seid ihr dabei? Unser größter Ruhm ist nicht, nie zu fallen, sondern jedes Mal wieder aufzustehen, wenn wir fallen. Und wir sind gerade dabei, wieder aufzustehen und fangen an, uns zu wehren gegen diese Diktatur von Angela Merkel und ihren Schergen. Und all diesen Menschen, die dort außerhalb des Demogelandes sitzen und Kaffee trinken, möchte ich sagen, machen Sie sich nicht mitschuldig, den deutschen Volkstod zu fördern, indem Sie Leute die Macht geben, die Deutschland abschaffen wollen. Wir brauchen Politiker, die für unsere deutschen Interessen eintreten und uns, das Volk, in allen Belangen vertreten. Das Volk, meine Freunde, sind wir. Wir sind das Volk. 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 Und wir dürfen uns nicht von einem Despotenstaat wie der Türkei abhängig machen. Wenn die Europäische Union es nicht schafft oder sogar nicht will, ihre Grenzen zu schließen und zu schützen, dann müssen wir als Nationalstaat unsere Grenzen dicht machen. Ich fordere, mach die Grenzen dicht! Mach die Grenzen dicht! Mach die Grenzen dicht! Ist unser Land und wir wollen unser Land so behalten, wie es es unsere Eltern und Großeltern übergeben haben. Keine Merkel, kein Schulz und schon gar kein Erdogan hat das Recht zu entscheiden, dass unser Land abgetreten wird an Menschen, die hier nicht hergehören. Dieses Recht, das zu entscheiden, hat nur einer, nämlich wir, das Volk. Wir sind das Volk. Und ich frage euch, wollt ihr ein abendländisch geprägtes Deutschland mit seinen Traditionen und seiner einzigartigen Identität? Ja! Oder wollt ihr eine Multikulti-Gesellschaft, in der unsere Traditionen, unsere Werte und vor allem unsere Identität verwaschen und letztendlich verloren gehen? Die Volksverräter da drüben, die in dem Gebäude sitzen, an dessen Portal dem deutschen Volke steht, wollen das aber. Und allen voran Merkel und ihre Schergen. Ich sage es noch einmal, lasst nicht zu, dass sie uns Deutsche abschaffen. Schaffen wir sie ab, bevor sie es tun. So, meine Rede möchte ich nun beschließen mit den Worten Platons. Niemand schafft größeres Unrecht als der es in Form des Rechtes begeht. Und aus diesem Grund muss Merkel weg und vor ein Gericht gestellt werden. Es lebe das heilige Deutschland. Vielen Dank, Berlin. Ja, vielen Dank, Kaka. Hat mir sehr gut gefallen. Danke, dass du hier warst.